wenn euch einfach jemand während der Aufnahme anruft. Ernsthaft? Egal. Die Südaufnahmen brechen zusammen, es sei denn, Tonto vielleicht sich ganz vorsichtig rüber. Okay. Oh, Kacke. War so ein explodierendes Ding, ne? Ich habe schon eine Woche nicht mehr gespielt. Das soll eigentlich kein Problem sein. Frisch wie eine Frühlingsbrise. Wir brauchen auf jeden Fall diese 6 Bilder. Also brauchen wir eigentlich nicht wirklich, aber ich brauche halt Pfannenwender deshalb. Ach, die finden wir bestimmt noch. Da oben ist zum Beispiel einer. Ich muss sagen, Kumpelblase, für eine Blase kommst du ganz schön herum. Ohne Witz. SpongeBob, die Roboter plündern das Museum von Rock Bottom. Aber sie haben die Straße dorthin zerstört. Du musst geschickt sein und dir einen anderen Weg suchen. Ich könnte diese ganzen Briefmarken anlecken und mich hinschicken. Könnte funktionieren, aber anschleichen geht vielleicht schneller. Dein ist das Museum. Oh fuck. Autsch! Hier ist wieder so ein Ort, wo ich leise sein muss. Zeit für eine kleine Schleicherei. Ey, Mann, ist das dein Scheiß Ernst? Was sollte das? Da kommt einfach diese komische, Bombe und bringt mich um. Ich musste ja was machen. Das ist doch so eine ein Beschiss. Kommt da einfach diese Kackbombe. Genau meine Größe. Wer treibt schon mit euren roten Farben? Egal, ich hab's drüber geschafft. Ach, du kleine Schlawiner. Was soll das denn jetzt für ein Spruch? Boah, ja, du vor allem, komm her. Okay, gut, wir waren immerhin im Checkpoint. Okay, Sandy brauchen wir, aber Sandy haben wir noch gar nicht. Kann man denn das Sandy wechseln? Da oben, ja, wie komme ich ja nach oben? Sollte das? Vielleicht gibt es ja auch noch eine Bushaltestelle. Ja, sonst komme ich hier ja nicht lang. Ich gucke mich jetzt einfach mal rum. Vielleicht finde ich ja irgendwo einen Weg nach drüben. Ich fühle mich wie ein Neuer. Das bringt mir nichts. Ja, schön, bin aber nicht als Sandy hier. Oh, Alter. Oh, wie funkelnd. Ja. Ouch. Alter. Frisch wie das eine Frühlingsbrise. Ja. Oh, das ist ein Bewohner. Sorry. Warte, hier gibt's immer einen Knopf. Oh nein!
auch mal einer? Oder bewegt sich nicht? Oh mein Gott, die Kamera, what the fuck? Jetzt komme ich immerhin weiter. Oh mein Gott, bitte geh nicht hoch. Danke. Der ist ja nicht so schlimm, der bewegt sich ja nicht wirklich. Okay. Das ist auch eine coole Idee. Aber ich finde, die Gegner sind echt gute Idee damals schon gewesen. Ich meine, ich habe nur ein Remake im Spiel. Also war das echt eine coole Idee damals. Mit diesen komischen Robotern, wo man leise sein muss. Ja, und dahin muss ich ja zum Museum. Ah, nein. Boom. Bombe. Ja, hier brauchen wir eh Spongebob, sonst können wir das eigentlich machen. Und hau... Okay. Jetzt brauchen wir einen Ball. Oh Gott! Bereit für eine Runde Schwammball? Ja. Boah. Alter. Nein. So kurz vorm Ende, ernsthaft? Okay, egal. Geht's denn da jetzt lang? Hab ich mich verlaufen? Ich habe mich da verlaufen, ja. Hallo. Mann, hier muss doch irgendwo lang gehen. Ja, irgendwo beim Museum. Ja. Man nennt mich auch Schwamminator. Interesting. Oh Junge, das sind sogar noch da an die Zeit gezählt. Ich meine, es lag jetzt gerade nicht an der Zeit, es lag ja gerade daran, dass ich runtergefallen bin. Mal kurz, wie ging das nochmal? Ah, hab's, okay. Einfach nur X drücken, okay, gut. Oder halt der jeweilige Sprung auf Konsole. Ich glaube, es gibt auf jeder Konsole. Und Kreis war. Ja, da steht sogar so ein kleiner Kreis dran. Nein! Hey, chill. Bild, aber egal. Oh mein Gott, ich habe vergessen, dass man aufhört zu Lasso dann rechts ab. Lenk dich niemals mit Texas an. Echt so. Geht da runter. Das auch. Ah. Da schießt er immer noch. Ja, Mann. Goldener Bannwender. Okay, was gibt's noch? Also so können wir jetzt ins Museum rein, ne? Also erstmal will ich hier noch umbringen.
Bin mir ziemlich sicher, dass wir jetzt Sponsor brauchen, sonst könnten wir den hier nicht wechseln. Das ist nicht umsonst da. Twitter sagt, da war ein Checkpoint. Das war dumm. Das war der dummste Fail, den ich jemals. Okay, gut. Boah, war der Fail dumm. Och man, bin ich dadurch ernsthaft gestorben? Egal. Ja, ich bin im Schwanstopp, hat er die Quest von Kumpelblase. Lauberspube, gehst du hier unten Patrouille? Nein, das ist mein Nebenjob. Ich arbeite als Security. Jetzt hör zu. Wenn du die goldenen Pfandwände erreichen willst, musst du das Sicherheitssystem des Museums abschalten. Musst du diese Hose bügeln oder ist die Knitter frei? Im Gegensatz zu dir. Pass gut auf, Junge. Hier geht es um ernste Dinge. Wenn wir diese Robotersache nicht gelöst kriegen, werden die schattigen Untiefen dicht gemacht. Und ich muss wieder zu meinem Sohn und seiner Frau und ihren 4 schreienden Kindern ziehen. Also, du siehst doch diesen Lüftungsschacht an der anderen Seite des Museums. Jawohl! Dort kannst du das Museum verlassen. Viel Glück, Junge! Ich werde dich nicht enttäuschen, Blaubarschbube! Also, das sind doch, da müssen jetzt eigentlich so Knöpfe sein, ja, die da meint. Die da muss ich erreichen. Ach du Scheiße. Der Schacht einfach nicht rum. Hallo, geh doch weg! Für eine kleine Schleicherei. Okay, gut, egal. Egal. Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. Okay, die sind jetzt weg. Perfekt. Und der ist jetzt weg. Wie weit Spongebob einfach springen kann. Alter, geht jetzt gleich auf das wieder, oder? Ja. Was erkenne ich doch. Da muss ich da in der Mitte stehen bleiben und dann muss ich. Fuck. Boah. Und ich hoffe, es ist so einen falschen Sprung gemacht. Beziehungsweise bin ich so früh gesprungen. Da ist jetzt auch Kaboom. Da hoch, okay. Oh, Spongebob, du kannst so gut springen, ne? Und ich dachte schon, man braucht dir vielleicht Sandy oder so. Nein, brauchen wir nicht. Spongebob schafft schon. Okay. Und das letzte ist da. Oh, Kamera. Okay, jetzt. So, von da kann ich jetzt darüber. Geht wahrscheinlich auf das da. Okay, das wusste ich jetzt nicht. Alter. Okay, ich wusste nicht, dass du nur auf 1 drauf geht. Ich dachte, das geht jetzt gleich auf das an. Egal. Wir leben ja noch. Irgendwie. Okay, jetzt geht das da unten lang, aber erstmal wieder die Unterhose. Ich habe jetzt gerade 3 Leben da verloren. Genau meine Größe. Frisch wie eine Frühlingsbrise. Jetzt kommen hier endlich wieder. Oh, da ist sogar eine Socke. Patrick sollte mal wieder waschen. Die kann man anscheinend auch eintauschen. Oh, Kacke. Okay, jetzt sehe ich ihn. Ich gehe am besten mal erstmal hier lang. So. Alter, was hätte ich denn da tun sollen? Ich musste ja springen.
Naja, als ob ich da jetzt vorbeilaufe. Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. Oh Gott, das geht ja noch weiter. Nein! Das hätte mich sonst verletzt. Was soll der Mist? Der hat einfach nur einen Gegner aktiviert. Was sind diese Bilder? Was soll das? Nö, das war Beschiss. Aber nein, war es nicht. Ich verstehe das gerade noch nicht. Klärt mich auf. Also. Schon, warum das nach unten gegangen ist. Soll ich da hoch? Also ich kann da auf jeden Fall hoch, also mache ich das jetzt mal. Mit Leichtigkeit. Ja, soll ich. Das da oben ist anscheinend nur so Bonus oder so. Ah ne, man kann wahrscheinlich auf die Reifen drauf. Okay, da ist der goldene Pfannenwender. Aber dafür muss ich ja noch die ganze Pfannenwende aktivieren. Ey, warum spawnen nun Gegner? So, irgendwas ist doch gut. Wahrscheinlich muss ich die alle aktivieren. Oh, da ist nochmal einer. Und Gegner. Aha, guck mal, ja, tatsächlich. Oh, Alter! Das war jetzt nicht unter schwer, aber das ist so ein. Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. Das war nicht unerwartet. Vielleicht soll ich von da aus auch auf den Reifen drauf springen. Boah, okay, wäre ich jetzt runtergefallen, wäre ich im Arsch gewesen. Weil das scheint irgendwie nicht so zu klappen. Und die Reifen-Dinger sind nicht umsonst da. Da sind sogar Teile drauf. Okay, aber mit meiner Theorie, dass man hier drauf kann, war, lag ich auf jeden Fall zu 100% falsch. Oh, obwohl. Ich scheiß mal da drauf. Ich hab's sogar. Was ist denn da eigentlich da drauf? Eine Frühlingsbrise. Nur eine Unterhose. Soll ich mir runter? Obwohl da. Oh fuck, die Bullen habe ich jetzt vergessen. Zu hübsch. Ich halte es nicht aus. Ich habe den nicht mal gesehen. Ja gut, jetzt weiß ich es ja weh. Nee. Da oben gab es auf jeden Fall ein Bild darauf, deswegen mich da hoch. Das ist ein Bild von Patrick. Rummelblas. Blauer. Und noch irgendwelche Leute. Also Fische. Muss ich da überhaupt? Ja, muss ich. Oh! Gut, dass er klettern. Gut, dass ich das perfekt halten kann. Fuck. Ich sehe dich schon. Ist doch so gemein. Er stellt sich extra nach da hinten, damit ich da nicht getroffen werde. Achso, ich dachte, das kann ich einsterben. Das ist aber nur ein Checkpoint. Aber immerhin ein Checkpoint, das ist auch nicht schlecht. Was ist das? What the heck? Ach du Kacke. Hallo, na? Frisch wie eine Frühlingsbrise. Holy shit. Nein! Du Drecksack! Also ich versuche ihn mal umzubringen. Vielleicht lande ich dann im Checkpoint. Hä?
Wir haben ihn umgebracht. Autsch! Boah, das klingt so böse. Wo war hier bitte ein Checkpoint? Ach komm schon, Alter. Ich will nicht das Ganze nochmal neu machen. Warum gibt es dann überhaupt die Checkpoints, wenn man eh irgendwo hier spawnt, wo nicht mal ein Checkpoint ist? Ja, weit und breit kein Checkpoint. Geile Kamera. Weißt du, was irgendwo hier passiert, wäre es ja nicht schlimm gewesen. Aber da hinten. Genau meine Größe. Ich habe keine Unterhose angezogen. Ging ich mal weg. Was? Wie? Ach du Kacke. Kletter da doch hoch! Ach, SpongeBob, Alter. Frisch wie eine Frühlingsbrise. Guck hier, Checkpoint. Was bringt er mir, wenn ich da runterfall? Ich da irgendwie spawn, obwohl da nicht mal ein Checkpoint ist. Ach du Scheiße. Autsch! Was? Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. Schön. What the fuck? Was soll das denn? Geschenke öffnen ist klasse. Ja, dadurch wurde ich jetzt getroffen. Das kann ich jetzt sagen. Dadurch wurde ich jetzt auf jeden Fall getroffen. Wie eine Frühlingsbrise. Aber das vorher wurde ich doch gar nicht jetzt getroffen. Boah, das geht noch so weit. Oh, Junge. Er hängt da irgendwo fest. What the fuck? Jetzt. Ey, Mann, Alter. Junge, diese Debris-Wolken, verpisst euch. 4 von 6, ey, das ist gar nicht mal so schlecht. Verpisst euch jetzt! Sandy. Wahrscheinlich! Das hängt einfach direkt so ab. Ich war nicht mehr drauf vorbereitet. Auf einmal. Aber surft er wieder. Ja, jetzt kann ich mich vorbereiten da drauf. Shit. Ja, wahrscheinlich. Ich war einfach instant bei dem und werde einfach instant gehittet. Nein, nein! Okay, das war jetzt scheiße. Oh, diese Kackbilder. Ich war noch ein Bild. Hey Gary, du machst einen furchtbar langen Spaziergang, was? Der Graben der fortgeschrittenen Dunkelheit, hm? Klingt finster. Okay, Gary, ich werde extra, extra, extra vorsichtig sein. Der hat mir auch gesagt. Ja, mach was du willst. Na, jetzt brauchen wir es dahin. Okay. Ich bin ja doch jetzt. What the fuck?
mitnehmen? Ja, musst du. Scheiße. Achtung, Eichhörnchen im Anflug! Oh, SpongeBob. Ich hätte aber nicht erwartet, dass da auf einmal einfach was runterfällt. Oh nein, ich kann mir schon vorstellen, Zeitdruck. Ich bin rolltastisch. Geil. Und ich bin dumm. Jesus Christ. Ich bin so schlecht. Aber ey, komm, das ist doch... Man hat 6 Sekunden Zeit und da ist es ja voll einfach runterzufallen, einfach. Ja, guck! Ich bin sogar noch grün gegangen und trotzdem falle ich runter. Ach, komm schon! Das kann man noch gar nicht im First Try schaffen, das könnt ihr mir doch nicht erzählen. Jetzt habe ich. Ja, natürlich kann man es schaffen, aber halt nicht im First Try. Das wollte ich nur damit sagen. Da, jetzt wacht er auf. Kleiner Wichser. Sandy, oh, da drüben gibt's noch was. Was war das denn? Ich bin ja gerade einfach stuck gewesen. Noch ein Pfund für Patrick. Das war nur eine Socke. Aua! Gut, ich glaube, ich habe alles. Dafür brauchen wir auf jeden Fall Sandy. Ich will ja nicht diese Portkiste benutzen. Hallo? Jetzt. Plankton, ich hoffe, du machst keinen Ärger. Unfug, ich will doch nur helfen. Helfen, euch alle bei meinem Aufstieg an die Macht zu zerquetschen. Wie war das? Nichts. Sag mal, siehst du diese Laser dort? Du meinst die Dinger, die wie abgefahrene Waschmaschinen aussehen? Für dein mickriges Gehirn sehen sie wohl so aus. Du musst sie alle einschalten, um den letzten Abschnitt des Grabens der fortgeschrittenen Dunkelheit zu überqueren. Ich hoffe, das ist kein schmutziger Trick, du Schurke. Okay. Ach, Plankton, was soll das denn? Nimm das! Leg dich niemals mit Texas an! Ohne Witz, das lernen sie nie, ne? Autsch! Hä? Wie aktiviere ich das jetzt? Ah! Wie aktiviere ich das jetzt? Aufzupassen, dass ich SpongeBobs Unterhose trage. Dadurch bleibst du am Leben. Ich hoffe, die kann jemand gebrauchen. Oh. Oh, da ist das letzte Bild. Oh. Ja, da muss ich halt noch zum Anfang ganz ein bisschen Puff dann hin. Aber ich muss halt mit SpongeBob dann hin.
Ich mach dann einfach hier die Welt beenden. Alter! Die Welt beende ich dann. Und dann gehe ich ja wieder zu Bikini Bottom und dann starte ich halt das nochmal, weil dann ist man eh als SpongeBob. In Bikini Bottom ist man immer als SpongeBob. Ah! Oh, what the heck? Das hat mich aber weggeschuckt. Also darüber. Ah, okay. Da gibt's eine Pfannenwender. Der kann ich gar nicht schleichen. Was hat sie denn hier frei gemacht? Oh, werde jetzt springen lassen mal. Das war's, ich bin tot. Ja. Und schon kann es weitergehen. Guten Tag, ne? Nicht mit ein wenig Ellbogenschmalz aus dem Süden schafft man alles. Oh! Oh! Okay, immerhin habe ich einen Fadenwender bekommen. Hey, komm her! Komm doch her! Schon besser. Da hinten gibt's nochmal einen. Ah, ich brauche aber SpongeBob, um zu schleichen. Bin ich gerade einfach zum Checkpoint hingelaufen und wollte meinen Charakter ändern. Am besten hin. Von mir ab. Ich meine, jetzt brauche ich ja SpongeBob nicht mehr. Der scheint auf. Ja, guck. Jetzt kann ich an den Ort mit Sandy hin. Das muss doch bestimmt auch irgendeine Bedeutung haben. Ja, jetzt geht's auf. Ja, guck hier. Ich sehe schon. Ich auch niemals vorbei. Ist es dein Ernst? Ja, ich bin nicht in seinem Gebiet drin. Ne? Was soll ich jetzt hier hin? Irgendeine Bedeutung muss doch das hier haben, also muss ich auch hier irgendwas mit Sandy machen. Das war nicht mal rot! Das war nicht mal rot! War ich noch gar nicht. Doch, hier ist Gary. Natürlich war ich ja schon. Bin ich blöd.
25. Ich glaube, für die nächste brauche ich 30. Also noch 2. Oh Gott. Wie komme ich an den dann ran? Je glänzender, desto besser. Oh Gott. Oh fuck. Das war so einer. Schnell ausprobieren. Nee, klappt nicht. Och Mann. Alter! So geht das. So komme ich hier wahrscheinlich dann noch durch. Ah. Nein! Oh. Oh, oh, das hat auch geklappt. Warte mal kurz, hier geht er, hier kann man dann surfen, ne? Ja, dann gehe ich da mal hin. Hier kommt man ja sonst nicht rüber. Was war das denn jetzt in der... Hä? Der hat auf einmal einfach aufgehört. Ey, das war einfach nicht lustig. Sandy, das war gerade nicht lustig. Er wollte mich verarschen, ich musste jetzt nochmal umbringen. Ach komm schon, ohne Witz. Autsch! Du triffst mich doch eine Wand. Autsch! Was ist überhaupt so toll daran, leise zu sein, Igitt? Kaum zu fassen, dass ich SpongeBobs Unterhose trage. Er trifft mich doch eine Wand. Laser doch die Wand, okay. Verstehe. Okay, der Weg geht nicht. Nein, dann mich direkt zu Rage Quit und mich direkt instant. Der mag mich überhaupt nicht bei. Ja. Nee, die sind tot. Ach, die aber nicht. Okay, schon besser. So, jetzt hier. Die hört einfach auf. Weiter für SpongeBob. Ja, wahrscheinlich, ja. Stimmt ja, ich glaube, Sandy kann nicht surfen. Als einziges. Ah.
Ja, Mann. Zu hübsch. Ich halte es nicht aus. Ach so, das ist ein Ausgang. Da geht dann diese, da ist dann das zu Ende. Ach so. Oh, das wusste ich jetzt natürlich nicht. Ich bin bereit, ich bin bereit, ich bin bereit. Das ist ein Vorschlag. Ich sag mal, mach. Ich glaube, ich hole mir jetzt noch einen ab. Und dann kann ich gleich noch bei Patrick noch einen abholen. Ich lese erstmal zu Patrick. Und dann gehe ich noch zu Rock Bottom, halt, damit ich wieder am Anfang. Und dann kann ich mit Mrs. Puff reden und dann habe ich da auch den Pfannenwender. Wahrscheinlich bekomme ich dazu einen Pfannenwender. Da hätte ich nämlich direkt eine Welt abgeschlossen. Ist ja nicht schlecht. Rock Bottom. Eins Bikini Bottom voll der perverse Name, wenn man nachdenkt. Da ist Patrick. Weil das hat er erst gesagt. Hey Patrick, schicke Socke. Welche Socke? Die, auf der du stehst. Ach die, die hab ich verloren. Wenn du diese hier verloren hast, wo sind dann deine anderen Socken? Die hab ich noch doller verloren. Ein Rudel Roboter kam hier durch und hat mir meine Sockensammlung geklaut. Ich könnte Hilfe gebrauchen, sie zurückzuholen. Klare Sache, Patrick. Wofür sind beste Freunde sonst da? Also gut, für jeweils 10 Socken, die du mir zurückbringst, gebe ich dir eine goldene Truthahnpipette. Du meinst einen Pfannenwender. Gesundheit. Ja, tatsächlich. Ich hab noch nicht mal geredet. Jetzt sind sie wieder sicher zu Hause, wo sie hingehören. Hier ist dein goldener Rückenkratzer. Pfannenwender. Stimmt, der hat noch damals als Rückenkratzer benutzt. Ja, der hatte recht damit eigentlich. Jetzt gehen wir zum Rock. Warte, das ist Rock Bottom. Oh, ist das laut. Ich weiß nicht mal, wie viele Wellen es überhaupt gibt. Du hast noch nicht alles, SpongeBob. Was? Such weiter. Da draußen müssen noch mehr sein. Hallo? Du hast noch nicht alles, SpongeBob. Such weiter. Da draußen müssen noch mehr sein. Ist die irgendwie verbuggt? Ich habe wortwörtlich 6 von 6. Ist es gerade dein Ernst, Mrs. Puff? Du hast gerade alles ruiniert. Ich hab doch 6 von 6. WTF. Ach komm schon, ey. Das war doch gar nicht so schwer, oder? Ich finde, es ist Zeit für einen Siegesruf. Interessantes Gespräch war das. Alter. Wohin geht denn gerade? Ja, hier war ich noch gar nicht. Mann, der schickt mich einfach nur nach oben. Ach komm schon, das ist doch boring. Da ist aber eine verdammte Socke. Wie komme ich da ran? Vielleicht mit Sandy. Wahrscheinlich sogar mit Sandy. Drecksack.
Ey, meine Fresse. Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. Und dann muss ich da jetzt wieder lang. Och, Sandy, was machst du mit mir? Roll, roll, roll den Schwamm. Ich roll den Schwamm. Nein! Tartansoße! Wie schrecklich! Nimm das! Was geht denn da ab? Frisch wie eine Frühlingsbrise. Okay. Da oben ist Sandy. Mrs. Puff bedrückt mich hier gerade. Obwohl ich eigentlich 6 von 6 Bildern habe. Pff, sagt einfach, das ist nicht genug. Sammel weiter. Ich finde es auch voll cool, auf wie viele Sachen du einfach draufstehen kannst. Ja. Da hinten ist der verdammte goldene Pfannenwender. Komm schon, flieg bitte so weit. Oh! Ja! Hey, du bist die Beste. Ich weiß jetzt nicht, ob man da eigentlich dahin soll, weil eigentlich habe ich mich echt mit Glück da nicht an der Kante. Aber weiter geht's im nächsten Part von SpongeBob Battle for Bikini Bottom Rehydrated. Und ciao!